wenn ununterbrochen gescheitert wird, könnte es ja auch sein, dass die Frage falsch gestellt ist. Also man muss mal so einen Schritt auch mal zurückgehen, weil ich finde die Idee, dass ein Architekt, also wie Corbusier hat ja irgendwann mal gesagt, entweder gutes Bauen oder Revolution. Also der Architekt sozusagen als Sozialingenieur, der verhindert, dass hier irgendwie der Aufstand ausbricht. Kann man ja auch umdrehen, könnte der Architekt natürlich auch derjenige sein, der den Aufstand herbeiführt. In dem Sinne ist es kein Scheitern, sondern es wäre ein sehr erfolgreiches Modell, was man dann herbeiführt. Ne? Also gibt es ja vor allem im linken anarchistischen Bereich die Veredelungstheorie. Also je schlimmer es wird, desto besser ist die Wahrscheinlichkeit, dass es knallt. Also, aber mich interessiert natürlich, wie ihr so schön gesagt habt, man möchte dort, wo man ist, etwas auch tun. Und was kann ich eigentlich tun? In welchem Feld bewege ich mich? Und ein bisschen Realismus finde ich da nicht ganz so schlecht. Ich finde verständlich, dass man natürlich möchte, dass die Dinge alle so mit einem schönen universellen Schlüssel gelöst werden. Ich halte bloß dieses Denken selbst als Bestandteil des Problems.